Servus und willkommen zu den Heimatgeschichten. Diese Woche sind wir in Reichertshofen unterwegs, heute im Ortsteil Stargardshofen auf einem ganz besonderen Hof. Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute sind wir zu Besuch beim Andelbau, einem ganz besonderen Bauernhof, Erlebnisbauernhof bei der Bärbel Christi. Ja, hallo. Du schreibst auf eurer Internetseite, euer Hof, der hat nichts mit der normalen Landwirtschaft zu tun, sondern was macht's ihr bei euch? Ja, genau, das stimmt. Also, wie ich Kind war, haben wir Landwirtschaft gehabt. Also, meine Eltern haben eine Landwirtschaft gehabt. Mein Vater hat aber dann irgendwann das Ganze aufgegeben, aus ja, auch schon ein bisschen Altersgründen. Und weil er einfach gesagt hat, es rentiert sich nicht mehr. Mhm. Genau, und dann habe ich diesen Hof gehabt und habe mir gedacht, was könnte man daraus machen? Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eine Sache. Einfach Kindern die Natur wieder ein kleines Stück näher bringen. Also ich finde halt, dass heute leider in unserem Zeitalter für Kinder vieles ja, einfach verloren geht und Kinder einfach ganz früh nicht mehr mitkriegen. Genau, und darum habe ich mir gedacht, man könnte sowas machen. Und da war mein Bruder gerade in seinem Alter, wo man halt Einladungen für so Indoor-Spielplätze gekriegt habe und ich habe mir gedacht, es ist eigentlich schade, dass es nichts anderes mehr gibt. Ja. Und so ist praktisch diese Idee von unserem Hof entstanden, eben diesen Erlebnisbauernhof für Kinder und dass man bei mir einfach Tiere ein bisschen kennenlernt, wieder ein bisschen den Umgang mit Tieren kennenlernt. Ja, und auch ein bisschen die Natur wieder anders vielleicht schätzen weiß. Also, wir machen ja am Schluss einmal Stockbrot und es gibt auch bei mir immer einen Apfelsaft von unseren eigenen Äpfeln. Also wir haben eine Streuobstwiese, da werden wir jetzt dann auch später noch hinfahren, mein Bruder und ich und Äpfelbrucker, weil wir praktisch jetzt dann wieder einen Saft machen. Mhm. Genau, und das ist so die Grundidee. Und was es für die Kinder alles zu entdecken gibt beim Andelbau, das schauen wir uns gleich an. Da sind wir wieder mit den Heimatgeschichten auf einem Erlebnisbauernhof in Reichertshofen. Da kommen die Esel. Grüß euch, alle schön der Reihe nach. Servus. Ja, wenn es was Gutes gibt, dann kommen wir auch. Genau, sag ausnahmsweise, gell? Bärbel, stell uns doch mal deine Esel vor. Meine Esel, also ja. Das ist die Frieda, das ist unsere älteste Dame. Wir wissen nicht genau, wie alt das ist. Der hat das Hochwasser ein bisschen zugesetzt, die hat ziemlich abgenommen. Mhm. Das ist unser Mrs. Gray, das ist die Mama von der Maya. Die Kleine da ist die Maya. Genau. Und da kommt noch unser Pony, das ist die Pippi, das ist unser Kutschpony. Mit dem fährt der Jakob, also mein Bruder, fährt mit der Kutsche. Christi. Und du ziehst ganz allein eine Kutsche. Wahnsinn. Ja, sag eine kleine. Und mit den Esel ist alles losgegangen? Also eigentlich mit den Kamerunschafen. Also okay. Die Kamerunschafen, das waren die ersten, was da waren. Und dann sind praktisch unsere zwei Esel, also sie und die große Graue, die Grey, eben gekommen. Yeah. Und dann haben wir es, ich sag einmal, 4 Wochen gehabt. Und dann war die kleine Maya bei uns auf der Koppel gestanden. Das war sehr aufregend. Also wir haben gewusst, dass die Graue trächtig ist. Okay, ja, okay. Wir haben es tatsächlich gewusst. Aber es war dann trotzdem spannend, wie es soweit war. Also ja. Genau, dann war halt so ein Mini-Esel auf der Koppel gestanden. Die war so klar, die hat bei der Mama unten durchgekommen, ohne Probleme. Hat aber immer schon so lange Ohren gehabt. Mhm. Genau. Und ja, also eine richtige gebürtige Stargardshofenerin, die Maya. Quasi, ja. Genau. Und mit denen hat es auch gestartet, mit den drei eigentlich. Also so als große Ganze. Und dann haben wir ein Hähnerstall dazu bauen, da sind praktisch die Hähner mit eingezogen. Die sind dann schneller gekommen, wie wir gemeint haben, weil ein Bekannter von mir hat gesagt, du Bärbel, ich habe so einen schönen weißen Gockel, einen Franz von Hahn, heißt er jetzt bei uns. Mhm. Und der braucht halt ein neues daheim, weil der wäre zu geärgert. Mhm. Und genau, seitdem ist, ich weiß jetzt bloß nicht, wo er ist. Ja, weil die haben, also unsere Hähner haben halt wirklich Freiheit, die dürfen quasi, für die gibt es eigentlich keinen Zaun, sage ich jetzt einmal. Genau, und darum ich kann jetzt nicht sagen, wo man da ist. Genau. Die Kamerunschafe, die stehen nebenan. Die Kamerunschafe stehen nebenan, genau. Das sind die Brauner.
Das Schöne an den Kamerun-Schafe ist, die muss man nicht scheren, sondern die haben einen Fellwechsel wie jetzt andere Tiere auch. Genau, also die haben so eine Unterwolle und wenn es im Winter halt und wenn es quasi früher wird, dann merkst du das richtig, dann schirmen die diese Unterwolle so raus. Dann braucht es auch, so wie jetzt da vorne hängt so ein roter Besen, so Sachen mögen sie halt da gerne, da rieben sie sich dann hin, bis die Wolle halt alle weg ist. Da ist also, mit der Liesl und mit der Lotti hat es quasi so ziemlich begonnen. Ja. Das waren die ersten zwei, was da waren und da haben wir auch noch einen Bock da gehabt. Und dann haben wir eben drei Junge gekriegt, das ist als Schlappohr, die Heidi, der Hänsel und die Gretel. Genau. Also, wie gesagt, das haben alle in einem normalen Namen. Die Liesl ist die frechste, die kommt da immer her, darfst du gerne Brot nehmen. Liesl, magst du was von mir? Ja. Ich habe eine Patenkuh, die heißt auch Liesl. Das genau. Das ist Schicksal. Genau. Und das sind unsere zwei Wollschafe noch, unser schwarzes und unser weißes. Mhm. Die sind ein bisschen abgetrennt immer, weil die machen so gern meine Zäune kaputt. Ach so. Genau, die Setz lieben es aber frech. Auch, gefüttert zu werden. Und das waren meine zwei Flaschenkinder, die habe ich mit der Flasche großgezogen. Ehrlich? Ja. Das ist der Kasperl und das ist der Schlawiner. Genau. Ich liebe eure Namen. Ja. Die sind ja, super. Ich muss immer schauen, dass ich es mir irgendwie merken kann. Darum habe ich immer so komische Namen. Ach so. Und du hast ganz besonders viel Hunger, gell? Und die Hühner freuen sich einmal, wenn wir da sind und die Schafe füttern, weil die hoffen immer, dass ein paar Bresel runterfliegen. Die Hühner, haben sogar die Hühner alle Namen? Ja. Konntest du dir die auch merken? Ja, da ist der Franz von Hahn übrigens. Ah, da ist er. Der schaut auch nicht mehr ganz so frisch aus, weil er einfach schon sehr alt ist. Also ich meine, der ist jetzt 8 Jahre alt, das ist für einen Gockel schon ein stolzes Alter. Ja. Und die meisten Hähnernamen, also kann ich da jetzt aus dem Stegreif sagen, das ist zum Beispiel der Pumuckl, der hat einen Meister Eder, den gleichen. Da gibt es praktisch auch zwei ähnliche, das ist der Ernie und Bert. Mhm. Da gibt es auch zwei ähnliche, das ist der Siegfried und Roy. Also ich habe halt immer meistens so Doppelnamen und meistens so, genau, ja. Das ist irgendwie. Genau, dass schön. Ich immer so Eselsbrücken habe, weil sonst kann ich das nicht merken. Also das ist einfach zu viel. Und dürfen dann die Kinder, wenn die jetzt zu euch an den Hof kommen, also was macht sie dann? Geht sie dann auch so wie mir jetzt halt rum genau. Und dürfen die auch die Tiere genau. Füttern? Also die dürfen die Esel striegeln und streicheln und wirklich auch kuscheln mit den Esel. Also wir, die Kinder sich halt auch trauen, weil alle Kinder trauen sich ja nicht so. Schafe füttern ist immer ganz begehrt. Also das mögen natürlich immer die Kinder, sind sie meistens ganz begeistert. Was tatsächlich auch immer spannend ist, dass oft die Kinder, die sage ich mal, die am Anfang am schüchternsten? Nein, nicht? Eher am frechersten sind, sage ich jetzt einmal, die sind dann immer am schüchtersten, wenn wir zu den Eseln gingen. Die haben dann da tatsächlich meistens am meisten Angst. Also das ist echt immer ganz spannend zum Beobachten einfach. Genau. Wie gesagt, die Schafe dürfen es dann eben auch füttern. Und das gefällt ihnen auch immer total gut. Und da ist auch spannend, weil meine Kamerun-Schafe, also die sieht man jetzt, die sind schon wieder runtergegangen, die sind ein bisschen scheißkalt, da muss man sie wirklich hinhocken und warten, dass sie kommen. Und da müssen halt die Kinder einfach ein bisschen die Geduld üben. Mhm. Genau. Und darum finde ich das eigentlich ganz spannend, dass ich die 5 habe, weil die halt, weil die zwei, die kommen ja immer. Also die sind nicht. Die haben halt, wie gesagt, die sind mit der Flasche aufgezogen, die haben einfach keine Angst nicht. Ja. Genau, aber die anderen zwei, 5, die haben einfach, die sind einfach, gehen die mit Respekt zu den Leuten. Aber genau. Das ist ja auch schön, wenn man da so beides hat, gell? Ja, auf alle Fälle. Hat es da schon so besonders, Simon, gerade arbeiten mit Kindern ist ja jedes Mal anders, jedes Mal spannend. Hat es da auch schon mal so besonders schöne Momente gegeben, wo du gesagt hast, hey, hoppala, Entschuldigung, bin ja hier aufgestiegen. Oder besonders lustige Momente. Ja, also ich wollte es gerade sagen, also, ich meine, das ist natürlich immer wieder mal so etwas Unvorhergesehenes. Ja. Ich muss sagen, was tatsächlich, also es gibt immer wieder schöne Momente, weil wie du sagst, es ist ja immer was Besonderes oder immer wieder, es sind immer neue Kinder, darum weiß man nie, was auf einen zukommt. Was tatsächlich ganz schön war, wie die zwei Lämmer eben so klar waren und mir die mit der Flasche gefüttert haben, weil dann habe ich immer geschaut, wenn Kinder da sind, dass die einmal die Lampe füttern dürfen. Mhm. Und das war halt für die Kinder das absolute Highlight. Ah, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, also. Schön. Und natürlich, wie unser kleiner Esel da war. Ja. Also das war also ein Moment, das war jetzt mit zwar von den Kindern her natürlich auch so, dass alle Kinder begeistert waren von diesem kleinen Esel. Aber das war für mich so ein besonderer Moment, weil das halt einfach, der wie auf der Weg gekommen ist. Wir haben den in der Früh um 5 gesehen,
dann waren wir 3 Stunden da unten gestanden und haben das Eselbaby angeschaut. Mhm. Also, ja. Besser wie Kino. Voll, auf alle Fälle, ja. Genau. Jetzt hast du ganz am Anfang noch von den Pfauen gesprochen. Die ja. schauen wir uns doch jetzt zum Schluss auch ja, noch an, oder? Sehr gerne, genau. Die sind gleich da. Die haben momentan ein bisschen ein verkleinertes Gehege, weil wir eben 5 junge Küken haben. Mhm. Oder jetzt mittlerweile sind sie auch schon wieder 7 Wochen alt. Und darum ist das Gehege gerade ein bisschen kleiner. Normal haben die praktisch da hinten auch noch mit Auslauf. Mhm. Also, dass die ganz da auch raus können. Mein und jetzt momentan sind sie halt, wie gesagt, da mit Mama und Papa quasi im Gehege. Also es ist Naturbrut, die haben wirklich, das, die Mama hat das alles ganz alleine gemacht. Bärbel, du hast dir da ein kleines Paradies aufgebaut. Ja. Kann man schon so sagen. Ja. Natürlich auch einen Haufen Arbeit ja. mit so einem Haufen Tiere. Ja. Was motiviert dich, dass du dir das antust? Ja, auch. Man muss schon ein bisschen spinnen, im positiven Sinne. Ja, auf alle Fälle. Oder? Ja, ja. Auf alle Fälle. Also, ja, was motiviert mich? Also, erstens mal, wie gesagt, der Gedanke, die Kinder das ein bisschen wieder zu zeigen oder noch zu zeigen, dass die Welt auch ein bisschen normaler sein kann, weil ich finde, wir leben schon in einer sehr verrückten Welt, also wenn ich das so sagen darf. Dann muss ich sagen, merke ich, dass meine Mama auch aufblüht, die geht jeden Tag zu ihre, also mit zu den Tieren aus, macht auch ganz viel, also auch wenn ich jetzt in die Arbeit gehe, macht meine Mutter ganz viel und ich merke, dass ihre auch gut tut. Mhm. Und ja, natürlich, und die, also ich mag einfach Viecher gern, also egal wen von allen, was da sind, es ist einfach schön. Also ich finde, dass so ein Tier gibt einem einfach unwahrscheinlich viel. Ich denke mal, bei den Eseln, die Esel strahlen so eine Ruhe aus. Jetzt, wie gesagt, seit jetzt der Jakob eben auch noch Kutsche fährt. Wenn wir zusammen Kutschen fahren, ist es einfach schön, weil es so ist einfach ein Ausgleich. Ich sage, zu dem ganzen Irrsinn, der was so tagsüber läuft, ist das halt einfach ein bisschen, ja, was einen runterbringt, finde ich. Schön, stark. Vielen lieben Dank, dass ich dich besuchen habe dürfen und deine mannigfaltigen Viecher. Ja. Alles Gute dir, mach weiter so. Ja, wir bemühen uns. Absolut. Und Ihnen danke daheim fürs Einschalten. Bin ganz verwirrt, Sie merken es schon, der Satz, der war jetzt ein bisschen falsch. Aber ich bin einfach begeistert von den Tieren hier. Ihnen daheim danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder in den Heimatgeschichten. Servus.